Gut, den switchen wir direkt in das Spiel. Hab mir eben doch noch mal ein bisschen was zum Knabbern runtergeholt. Für den Fall, dass ich nachher dann auch ein bisschen Hunger kriegen sollte. Da ich ja heute ein bisschen länger machen möchte. Da wäre, glaube ich, ganz angebracht. Den Diamant nehmen wir jetzt einfach mal mit. Pass auf, und gleich finde ich einen Rubin und kann ihn nicht mitnehmen. Irgendwie finde ich diese Kikimoren echt eklig. Was ich ja noch einmal machen könnte. Wir haben noch bestimmt. Achso, hier ist einmal noch Schwalbe. Da haben wir wieder Platz im Inventar. Und irgendwo müssten wir hier noch Katze haben. Katze. Nee, es war mal. Ach, es ist wieder dieses. Zweimal verschieden. Okay. Gerald, könntest du jetzt vielleicht. Danke. Ich habe eigentlich mehr als nur eine Katze hergestellt, aber ich glaube, das Spiel wollte dann wohl nicht. Da kommen die kleine Kikimore. Was haben wir hier nochmal? Das sind diese Silberpilze. Okay. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Hier noch was? Nein. Blaues Licht. Stein des Wanderers. Okay, können wir noch nichts mit anfangen. Kann mir, glaube ich, vorstellen, wofür wir den später brauchen. Ich glaube, das wird dann später nötig, um Rabes Rüstung zu bekommen. Vermute ich einfach mal. Du willst nicht, denn. Dann kommt halt erst die Kikimore dran und jetzt du. Super. Gott, wie lange habe ich keine Chips mehr gegessen? Das muss die ewig her sein. Ich habe nämlich eben noch welche gefunden. Und das Schlimmste ist, die laufen bald ab. So. Ich habe eben noch mal geguckt, ob ich jetzt irgendwas wegen den Rubinen finde. Aber leider nein. Grundstoff für Bomben. Gut, hier sind nur weitere Pilze. Bringt uns also nicht weiter. Diese Mine bringt uns nicht weiter. Ich
dachte, gerade in einer Mine müsste es irgendwie vorwärts gehen, also Edelsteine geben. Aber naja. Sind wir richtig? Naja, so halb. So, euch Viecher brauchen wir alle nicht. Okay, hier müssen wir jetzt wirklich warten. Jetzt können wir rein. Ramot. Endlich! Antoinette hat sich wahrlich Zeit gelassen. Wo ist mein Gold? Und wer mögt ihr wohl sein? Antoinettes Vetter! Ihr müsst ihr Bote sein. Begrüßt ihr alle Fremden so? Oh, genug der Spielchen. Kein normaler Mensch wagt sich heutzutage in den Sumpf. Wo ist mein Gold? Hier. Danke. Endlich kann ich nach Hause zurück. Gucken wir uns hier hinten nochmal um. Hier ist auch ein Stein des Wanderers. Und auch nichts weiter in der Höhle drin. Schade. Hätte schön werden können. Das Stiege. Im alten Herrenhaus müssen wir noch nicht. Wir gehen hier noch richtig. Jetzt müssten wir eigentlich auf die andere Höhle zusteuern. Nee, doch, auf Rabes Gruft müssten wir jetzt zusteuern. Na, hier ist der Eingang. Sehr gut. Und einmal hier in die Höhle rein.
Also sehr gut. Das eine Spiel ist jetzt auch abgeschlossen. Das heißt, im zweiten Teil steht auch nichts mehr im Wege. Ich höre Geräusche hinter dieser Wand. Ja, muss warum wohl? Irgendetwas sein. Ein Schatzsucher. Das ewige Feuer muss euch geschickt haben, Meister. Warum seid ihr hier, guter Mann? Ich suche das Grab von Rabe, dem großen Krieger. Es heißt, es birgt ungeheure Reichtümer. Habt ihr etwas gefunden? Grässliche Ungeheuer haben mich angegriffen und dann sind Steine herabgestürzt und ich war eingesperrt. Wärt ihr nicht gekommen, Herr? Beeilt euch, solange der Weg frei ist. Ich kümmere mich um diese Ungeheuer. Sehr schön. So, machen wir erstmal hier den Weg frei. Das ist nur eine Erdbeere. Hier sind nur Erscheinungen. Und ein Flatterer. Ich dachte, du wolltest heute fertig werden. Ja, möchte ich eigentlich auch. Aber noch, habe ich nicht vor, aufzuhören. Noch, bin ich fit genug. Und zur Zeit kommen wir auch relativ gut voran, finde ich. Sind jetzt ja im letzten richtigen Kapitel. Danach kommt ja nur noch der Epilog, wenn wir hier durch sind. Ja, solange wie ich jetzt mit der Story erstmal noch nicht weitermache, weil wir ja gerade nur am Kämpfen sind, können wir das gern machen. Das spricht dir da nichts gegen. Mal kurz rausswitchen. So. Ich bin dann mal Discord wieder in dem Stream Talk drin. Kannst dann gleich, wenn du magst, joinen. Da bin ich schon. Sehr schön. So, ich mach nur deinen Stream auf lautlos. Dann höre ich dich doppelt. Das muss ja nicht sein. Das könnte etwas nervig werden, glaube ich, so auf Dauer. Also doppelt hören. Ich bin zwar ein bisschen schwer vom Begriff, aber so schlimm ist es auch schon wieder nicht. Nicht? Hin und wieder. Hey, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Das stimmt, das stimmt. So, womit wollen wir anfangen? Oh, das bleibt dir überlassen. Ich bin da ganz offen. Wir hatten Pathfinder Kingmaker, die unendliche Geschichte und noch ein drittes Thema. Ah ja, Herr der Ringe. Ja. Bücher. Ja, such dir ein Thema aus. Dann fangen wir mal mit Herr der Ringe an. Da gibt es ja mehrere Bücher von. Mhm. Es gibt
Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht nach dem Fall ganz sicher. Es gibt einmal, glaube ich, das Grüne. Das ist ein einziges Buch. Kann das sein? Meine? Oh Gott, ich muss. Das muss ich. So, ich spiele nämlich hier selber was parallel. Ich muss da ein bisschen nachdenken. ich meine, es gibt ein grünes Buch. Das sind alle drei Teile quasi ineinander. Und das ist ziemlich abgespeckt und auch ziemlich schlecht gemacht, um es grob zu sagen. Weil Frodo wird ja von Sam ständig begleitet. Und gerade in der grünen Version ist die Ansprache von Sam jedes Mal anders. Und es sind gerade diese kleinen Details, die mich echt ernerven. Dann sagt er auf der einen Seite, Herr Frodo, dann gehst du ein paar Seiten weiter, dann heißt es plötzlich Meister Frodo. Okay. Plötzlich ändert er die Ansprache. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es mag zwar Leute geben, denen das egal ist, aber für mich persönlich ist sowas von ganz großer Bedeutung. Wenn ein Buch geschrieben wird, dann sollte es einheitlich bleiben. Also ich bin da tatsächlich ehrlich, ich habe da nie drauf geachtet. Ich kenne einmal die komplett alte Version noch von meinen Eltern, wo jedes Buch ist ja immer in 6 Teile gespalten gewesen. Ich wollte gerade sagen, welche kennst du denn von deinen Eltern? Ich kann das gar nicht mehr beschreiben. Das stehen auf jeden Fall, dann ist in so einem großen, ja, Knuber drin. Da war der Hobbit mit drin. Und dann, richtig, diesen 7 Bücher. Also insgesamt dann 7 Bücher. Insgesamt 7 Bücher und dann halt, so blau-gelb, wo man halt so Berge sieht und was weiß ich, so ja, uralte Schinken. Ja, die meisten Einband. Das sind genau die, die ich habe. Die habe ich mir extra geholt, weil ich auch gehört habe, dass das die besten Übersetzungen sein sollen und von der Story her am besten. Also, die, das sind die von meinen Eltern. Oh Gott, ich glaube, mein Freund hat eine schwarze Ausgabe. Da sind alle, alle 6 Bände drin in einem. Mhm. Und stimmt. Und ich habe tatsächlich die grünen. Das sind aber 3 Bücher. Okay, dann waren die sind 3 Bücher. Die 3 grün und einer war rot. Dann war es beim roten, wo alle 3 ineinander sind. Mhm. Weil die grünen habe ich auch. Die, fällt mir nämlich gerade ein. Weil, ja, stimmt. Eins habe ich da hinten. Und eins der Grünen. Die waren damals auch im Schuber. Und die habe ich von meiner Mama damals geschenkt gekriegt, weil ich unbedingt Herr der Ringe für mich alleine haben wollte. Weil ja irgendwann mal der Tag kam, wo ich ausziehe. Der dann hier auch kam. Mhm. Und ich wollte dann halt Herr der Ringe mir nicht von meinen Eltern ausleihen, sondern es halt selber besitzen. Da hat Mama dann gesagt, gut, okay, komm, schenke ich dir. Und ja, jetzt habe ich sie voller Stolz in meinem Regal stehen. Und wenn es nach mir ginge, könnte ich mir sowieso jede Version holen. Ich habe Herr der Ringe auch noch auf Englisch, obwohl mein Englisch scheiße ist, aber ich besitze sie sogar auf Englisch. Also. Warte mal kurz, ich muss mal kurz was lesen. Ja. Ah, okay. Nee, wie gesagt, ich habe mir damals die Weißen geholt, weil ich mitbekommen habe, dass das wohl die beste Übersetzung sein soll. Ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben es mittlerweile gibt. Ja. Viele. Ja. Ich einfach sagen, viele. Ja, ich glaube auch. Es nimmt, glaube ich, auch kein Ende. Die unendliche Geschichte, da gibt es auch mehrere Ausgaben. Und da habe ich mich auch, glaube ich, für eins entschieden, was in so einem weißen Band ist. Und der Druck, die Buchstaben sind nicht schwarz genug, sondern grün und rot, meine ich. Okay. Und je nachdem, in welchem Teil du der Geschichte bist, ändern die Buchstaben ihre Farbe. Weil alles, was im Buch passiert, mit Atreo und so, wenn die Geschichte im Buch sich abspielt, sind die Buchstaben, meine ich, rot. Und alles, was in Bastians Realität passiert, sind die Buchstaben plötzlich grün.
Okay. Klingt auf jeden Fall interessant. Also das ist auch ziemlich cool, weil dann weißt du jedes Mal, wann du quasi die Welt wechselst. Was allerdings viel interessanter ist, du kennst ja wahrscheinlich den Film. Stimmt, da haben wir kurz darüber geschrieben. Du kannst es ja, den Film. Ja. Ich kenne den Film. Und jetzt kommt das richtig Coole. Da, wo der erste Teil aufhört, bist du etwa nur mit der Hälfte des Buches zu Ende. Okay. Das ist auf jeden Fall interessant zu wissen. Ja, wie gesagt, den Film, den fand ich damals... Alle waren begeistert von diesem Film und ich saß da nur und dachte... okay. Ich kann damit nichts anfangen. Nee, ich mag den Film nicht. Und das Buch habe ich ungelesen in meinem Regal stehen. Irgendwo ganz tief hinten. Ich weiß bis heute nicht, wo genau es ist. Weil ich, glaube ich... Warte. 1, 2, 3, 4... 6 oder 7 Bücherregale habe. Plus die ganze Sammlung, die ich noch in meinem Schrank stehen habe. Also ich weiß nicht, wo dieses Buch aufgeschrieben ist. War auf jeden Fall noch eine sehr, 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 sehr alte Version davon. Ja, oder auch noch mit so einer richtig alten Schrift. Die ich als Kind nicht mehr entziffern konnte. Dann könnte tatsächlich das sein, was ich auch habe. Nee, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du ein gutes Buch hast, was nicht auf dem Film basiert, sage ich mal, dann da, wo der Film aufhört, da ist das Buch quasi zur Hälfte erst durch. Weil es endet ja quasi, dass Bastian auf Fuku sitzt und einmal über die Welt fliegt. Ja, die Frage ist, wo fliegt die hin? Ja, stimmt. Keine Ahnung. Richtig, die Antwort ist nämlich das Buch. Die fliegen in das Buch rein. Okay. Und dann ist Bastian ein Teil des Buchs. Okay. Ja, das ist mir auf jeden Fall sehr neu. Weil ich habe mich auch immer gefragt, so, okay. Und jetzt? War's das? Kommt da noch was? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ja, wie gesagt, im Buch geht es weiter. Vielleicht sollte ich echt mal das Buch lesen. Ich kann es dir empfehlen. Also wenn dich der Film abgesteckt hat, lass dich nicht vom Buch editieren. Okay. Also wie gesagt, der Film hat mich enorm abgeschreckt. Da dachte ich so, okay, nee, ist nicht meins. Ich bin weg. Die Geschichte kann mir gestohlen bleiben. Aber das ermutigt mich doch, das Buch vielleicht doch nochmal zu lesen. Wäre ja vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Nee, tatsächlich wär's das nicht. und wie gesagt, das dritte Thema war ja das Pathfinder Exile. Hast du jemals Baldur's Gate gespielt? Ja, habe ich. Den zweiten Teil? Ich meine ja. Okay, Path of Exile ist genauso. Du spielst bis zu einer sechsköpfigen, also du fängst mit einem Charakter an und kannst bis zu einer sechsköpfigen Gruppe aufbauen, die du mitnimmst. Aber du kannst mehrere Charaktere finden. Okay.